Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Fußballstar Cristiano Ronaldo will mit seiner Klinik Menschen mit Haarausfall helfen. Ein aus I Cristiano Ronaldo strahlt über beide Ohren. Der portugiesische Fußballstar feierte am Montag, 18.03. in Madrid die Eröffnung seiner ersten Haartransplantationsklinik. Laut Daily Mirror hat er rund 1 Million in das Projekt gesteckt. In den nächsten 4 Jahren will er weitere 25 Millionen Euro investieren. Das war ein wichtiger Schritt in meiner Karriere. Es ist auch da, wo ich meine Familie gegründet habe. Ich unterstütze solide Unternehmensprojekte, um das Beste, was wir in Portugal haben, in der Welt zu verbreiten, so der Kicker gegenüber ABC. Der 34-Jährige ist nicht nur Teilhaber, sondern auch Botschafter des Unternehmens. Ronaldo entschied sich dafür, nachdem sich seine Mutter einer Augenbrauentransplantation unterzogen hatte. Auch Ronaldo würde es tun, auf die Frage, ob er sich selbst einer Haartransplantation unterziehen würde, meinte Ronaldo, wenn ich denke, dass es nötig wäre, würde ich es auf jeden Fall tun. Die Klinik Hisparia bietet Haar-, Bart- und Augenbrauentransplantationen. Pro Tag werden 18 Haartransplantationen durchgeführt. Punkt. Die Karriere von Cristiano Ronaldo. Die Karriere von Cristiano Ronaldo wird Bild des Tages. Wird Bild des Tages 2019. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, LM. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.